und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge wollten meine Dorfbewohner einfach nicht, dass ich mit ihnen die Quests mache, weil sie einfach alle weiterschlafen wollten. Das war jetzt die falsche Taste. Ich schaue mal eben nach, wie es jetzt aussieht. Donald ist endlich wach. Ja, Dagobert war ja sowieso wach. Vielleicht, naja, an Mini denke ich erstmal gar nicht, sondern ich denke mal erstmal tatsächlich nur an Donald. Oh, die Kürbisse sind jetzt sogar gewachsen. Das ist sehr schön, aber ist gar nicht so viel Zeit jetzt vergangen. Schauen wir mal. So, Donald, du stehst hier aber richtig blöd. Kannst du nicht nach hier kommen? Das ist auch für die Quest, fürs Bild. Das war ich jetzt aber nicht, Donald. Das ist fürs Bild auch schöner, wollte ich sagen. Hi, Gameplayerin. Ich weiß, wie du mein spezielles Projekt fertigstellen könntest. Hast du Zeit, mir zu helfen? Klar, wie kann ich helfen? Ich bin durch die sonnige Ebene gegangen und ich habe Ausschau gehalten, ob es Anzeichen von Ärger gibt. Das ist sehr mutig von dir, wobei er sich wirklich aus Schwierigkeiten fernhalten sollte. Du suchst immer nach Möglichkeiten, dem Dorf zu helfen. Das ist wirklich inspirierend. Ich bin eben sehr inspirierend. Was hast du auf der sonnigen Ebene gefunden? Einen alten Lagerplatz. Ich glaube, das ist der, mit dem ich mit Christoph angelegt hatte, als wir dabei waren, das Dorf vor dem Vergessen zu retten. Ich weiß noch, dass ich dort etwas sehr Wichtiges versteckt habe. Folge mir. Wir können zusammen danach suchen. Ich weiß, meine Synchronstimme ist jetzt hier bei Donald nicht so hundertprozentig. Ich dachte, ich soll dir folgen. Jetzt hau er ab, ne? Jetzt, wo ich hier den Stein mal kurz machen will, jetzt hau er ab. Der gute Donald. Na gut. Ich folge ihm aber trotzdem zum Lagerplatz auf der sonnigen Ebene. Oh, wie schnell ist der bitte? Wie läuft der eigentlich? So voll nach vorne gelehnt? Hallo, Donald. Warte doch mal auf mich. Ich könnte eigentlich auch hinporten, ne? Aber nachher finde ich ihn dann auf der sonnigen Ebene nicht mehr. Die ist ja so riesengroß. Jetzt finde ich ihn auch so schon nicht mehr. Okay, ich hätte auch hinporten können. Achso, ich dachte schon, ich habe was Blaues gesehen da oben. Ah. Das meinen die mit Lagerplatz, den Feuerplatz. Okay. Durchsuche den Lagerplatz auf der sonnigen Ebene. Ja, die haben hier Vanille. Achso, da, Moment. So. Einmal für dich. Hey Donald, sieh dir das an. Was ist das? Ah, das ist eine Notiz von mir. Ich meine, von mir in der Vergangenheit. Ich habe schon vor dem Vergessen immer Notizen geschrieben, damit ich nichts vergesse. Okay. Ist echt seltsam. Nein, ich kenne das mit dem Notizenschreiben, ja? Das ist eine gute Angewohnheit, wenn man nicht so viele Zettel überall rumfliegen hat. Ja, ich habe jede Menge davon. Lesen wir die Notiz und finden heraus, was ich auf keinen Fall vergessen wollte. Sie ist zur Erinnerung daran, dass ich im vergessenen Land etwas bauen wollte. Dieser Ort könnte wirklich etwas Verschönerung gebrauchen. Genau wie ich dachte. Hey, ich frage mich, ob die Teile, die wir gefunden haben, für diesen Brunnen sind. Jetzt erinnere ich mich. Ich hatte vor, einen Dreamlight-Brunnen zu bauen. Das hat er schon mal gesagt. Das klingt fantastisch. Wie stellen wir ihn also fertig? Wir müssen den Rest meiner Anleitung finden. In meiner Notiz steht, dass er im vergessenen Land in der Nähe der Ruinen einen weiteren Lagerplatz gibt. Das müsste ungefähr da sein, wo du den Brunnen bauen wolltest. Achso, das war ich. Hier steht, dass ich die Anleitung für den Bau des Brunnens vergraben habe. Geh voran, Gameplayerin. Ich fürchte mich nicht vor dem vergessenen Land, aber, du bist dran, voranzugehen. Klar doch, kann ich machen. Ist ja mein Stammland, um Geld zu holen. Puh, na gut, folge mir. Gehen wir im vergessenen Land auf die Suche. Und er hat gesagt, wir müssen was ausbuddeln. Also nehmen wir schon mal unsere Schaufel mit. Ja,
Was ich eigentlich sagen wollte, es ist nicht die perfekte Synchronstimme, die ich jetzt hier mit ihm mache, aber er ist auch sehr, sehr schwer nachzusprechen. Normalerweise habe ich das mit dem Gequake ziemlich gut drauf, aber so kann man natürlich nicht die ganze Zeit reden und schon gar nicht, wenn die Stimme sowieso gerade ein bisschen, ja, sehr überstrapaziert ist. Ich habe jetzt gedacht, die meinten das hier, aber das ist wahrscheinlich nicht der Teil, sondern hier müssen wahrscheinlich... Kann man damit interagieren? Nee. Hier müssen nämlich wahrscheinlich irgendwelche Edelsteine rein. Die sollte ich dann vielleicht auch nochmal farmen. Was ist mit dir? Moment, da muss ich mal kurz zwischendurch gucken. Wenn wir gerade schon mal hier sind. Heute nicht da. Nee, dann brauche ich dich auch nicht. So, was meint der jetzt mit dem Platz? Also ich hätte jetzt gedacht, dass der den... Oh, hier kommt man gar nicht durch. Dass der den da oben meinte... Aber anscheinend meint er den nicht. Ich weiß noch nicht, warum der hier einen Brunnen hinbauen wollte, wenn hier doch schon ein Brunnen existiert. Hm. Irgendwie ist es einfacher, wenn die vorgehen. Ist denn... Moment. Nee, das ist nur das hier, ne? Mit dem vergessenen Land. Hier kommt man nirgendwo durch. Was ist das? So. Was, nee, das, hier geht's wieder runter. Kann irgendwie keine Kräuter und so weiter stehen sehen. Ja, Donald, was meinst du genau? Ich suche, also ich habe jetzt hier speziell nach einem Lagerplatz gesucht. Einen Lagerplatz sehe ich hier nirgendwo. Ich sehe jetzt aber auch gerade spontan nichts zum Ausgraben, ehrlich gesagt. Vielleicht sollte ich die Schaufel wegtun. Vielleicht finde ich dann was. Aber... Er sagt ja auch nicht, dass ich... Ach doch, da hinten. Oh, ernsthaft. Ich habe direkt daneben gestanden. Ist das dein Ernst? Schau dich um. Ach so, ich stehe da drauf. Nein, hallo. Warum komme ich jetzt hier raus? Es ist etwas verwirrend, weil man sieht dann auch nichts. Hier sind so viele Bäume und alles. Also wenn ich hier irgendwann mal durch bin und den ganzen Kram nicht mehr brauche, also um Kisten zu bauen und alles, dann werde ich auf jeden Fall viele Bäume entfernen, sodass man mehr sieht. Ah, die Erinnerung ist komplett. Sehr geil. Hallo? Ich möchte dich ansprechen. Wir haben es geschafft! Wir haben eine Anleitung für den Bau des Dreamlight-Brunnens gefunden. Das wird das vergessene Land verschönern. Ja, wenn wir damit fertig sind, wird es der schönste Ort im ganzen Dorf. Was müssen wir tun, um dieses Ding zu bauen? Wir müssen alles besorgen, was ich aufgeschrieben habe. Steine, Eisenbarren, Erde, Hartholz und Lehm. Und natürlich alle Teile des Brunnens, die ich vergraben habe. Hier, nimm die Wasserpumpe, die Becken, die Turbine und die Verteiler. Die Becken? Wie viele sind das denn bitte? Wenn du alles weitere hast, dann baue den Dreamlight-Brunnen und triff mich im vergessenen Land. Ich muss noch einiges planen. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Ja, nix danke, dass ich vorbeigekommen bin. Hallo. Ja, genau. Leg du dich mal auf den Schnabel. Ich gehe jetzt erstmal. Wir brauchen 35 Steine. Wollt ihr mich denn... Oh, ich hab doch... Das war aber nicht die 5. Ich hab doch sowieso schon immer viel zu wenig Steine. Das letzte, was ich dann jetzt hatte vom Stein, habe ich natürlich gestern ausgegeben für eine Kiste. Ich höre Wolli, ich sehe hier auch Sachen aus der Erde wachsen, aber ich sehe hier nirgendwo Steine. Hi. Ja. Nur ich bin nicht Eva. Was für ein Zufall. Genau dich wollte ich sprechen. Das ist toll, Scar. Ich habe jetzt aber gerade keine Zeit. Ich muss mal schauen, wo ich jetzt die restlichen Steine herkriege. Ich könnte noch mal zu Christoph gehen, dass ich da mal gucke, dass hoffentlich noch mal 5 zum Kaufen da sind. Das ist wirklich nur meine große Hoffnung. Ja, Steine hat er zumindest. Vielleicht sind es auch 10, die ich kaufen kann. In der Hoffnung. Nein, nur 5. Warum immer nur 5? Na gut. Die Eisenbahn nehmen wir auch direkt mal mit. Lehm nehmen wir auch direkt mal mit. Ich hoffe, dass der das dann aus dem Inventar... Wir können eigentlich direkt alles mitnehmen, wenn wir schon mal einmal hier stehen. Alles klar. Oder? Dann nehmen wir einfach alles mit. So. Ja, ich werde da mal schauen, dass ich jetzt offline noch eben die restlichen Steine besorge, weil das dauert natürlich eine ganze Weile.
Werde ich wohl auch nicht schaffen, wenn ich einmal die Runde hier drehe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und damit sind wir dann fertig. Wir haben alles. Ich könnte eigentlich mal eben hochpotten, statt jetzt zu laufen. Dann kann ich den Dreamlight-Brunnen herstellen. Aber nicht am Kochtopf. Das wäre natürlich geil. Und im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus, wenn wir... Ach, der sieht ja komplett anders aus. Okay. Das ist gar kein Dreamlight-Brunnen im Sinne von Dreamlight-Brunnen, dass wir uns teleportieren können. Ich dachte, wir können jetzt selber hier welche hinstellen, um so an spezielle Spawn-Punkte quasi zu kommen. Aber offenbar nicht. Ja, das ist ehrlich gesagt sehr schade. Aber, na gut. Normalerweise ist er doch relativ in meiner Nähe. Okay, er möchte... Achso, trifft Donald im vergessenen Land. Okay, der will nach da oben. Da hinten kommt er. Na los, komm, komm. Und einmal auf den Schnabel legen. Nicht? Was ist mit dir los? Bitteschön. Ich gebe dir einen ganzen Brunnen in die Hand. Ich habe den Dreamlight-Brunnen gebaut, genau wie du es wolltest. Prima, das wird langsam. Ich werde ihn im vergessenen Land aufstellen. Ich kenne die perfekte Stelle dafür. Klar doch. Hier, bitte sehr. Ich kann ihn ja eh umstellen. Hey, ich habe noch eine tolle Idee. Warum laden wir nicht ein paar Freunde ein, um unsere getane Arbeit zu feiern? Bringe dieses Band beim Brunnen an, damit er für unsere große Feier geschmückt ist. Das habe ich auch gerade gesehen zum zum Erstellen hatte ich das gesehen. Wo ist denn jetzt? Der perfekte Platz. Und der haut den hier mitten rein, wo der am meisten stört. Will der mich jetzt hier... Also ganz ehrlich. So. Das Band. Wie soll ich das denn da drüber anbringen? Oder wie? Mal gucken. Nee, das geht nicht. Ja. Ist ja wieder so mega geil. Bring das Band an. Dann mache ich das dahin. Ja, wie soll ich das denn sonst machen? Ich kann es aber nicht am Brunnen anmachen. Was auch immer. So. Format. Nee, R. Und... Zack. Sieht ein bisschen dämlich aus, das Foto, aber... Ich meine, was soll ich sagen? Wir können ja den... Der Brunnen steht ja nun mal komplett woanders. Es sieht halt ziemlich dämlich aus. Ich hätte das schon gerne anders gemacht. Aber wir haben ja keine andere Möglichkeit. Und aus einem anderen Winkel können wir das jetzt auch schlecht machen. Ja, wir müssen es halt so lassen. Ich weiß nicht. Damit du nun mal hinfliegen kannst, Donald. Das vergessene Land sieht jetzt viel schöner aus. Danke für deine Hilfe, Gameplayerin. Nein, ich danke dir, Donald. Oh, es war mir eine Freude. Mir auch. Weil ich so ein guter Freund bin, habe ich ein Geschenk für dich als Dank dafür, dass du auch so eine gute Freundin bist, Gameplayerin. Ah, wir haben bei ihm abgeschlossen. Ja, stimmt. Ich brauche dich. Das ist toll, Scar, aber du wirst jetzt nicht der Nächste sein, um den ich mich hier kümmere. Aber der Brunnen bleibt auf jeden Fall bestehen. Und die Fähnchen könnten wir rein theoretisch ja trotzdem hinstellen. Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, der Brunnen passt ja so gar nicht rein. Abgesehen jetzt mal von dem Feuer, was jetzt oben drauf ist. Aber selbst das passt nicht, weil die ganzen Feuer hier ja gelb sind. Ich bin ganz ehrlich, ich mache den jetzt hier mal weg, weil es sieht einfach nur scheiße aus, Donald. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zu Dagobert. Ich glaube, den müssen wir nur abschließen. Aber ich bin mir nicht sicher. Der geht jetzt hier runter, oder? Nehme ich an. Nee, er steht immer noch oben drauf. Ernsthaft jetzt? Der kann ja auch gar nicht runtergehen, glaube ich, ne? Ach, Leute. Ich liebe das, wenn ich denen immer hinterherrennen muss, ehrlich. Na gut, jetzt auf dem Weg nehmen wir mal schnell eine Truhe mit.
Sind immerhin fast 200 Geld. Da ist er doch. Warte, Dagobert. Nicht so schnell. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? Ist aber sehr robust noch für sein Alter hier. Bei den Monstern von Loch Ness. Ich bin wütend. Hör dir das an. Eine hinterlistige Krakenfrau macht zwielichtige Geschäfte mit meinen potenziellen Kunden. Nun, wie ich Kraken kenne, was ich nicht tue, wird sie sich im Wasser verstecken. Könntest du sie im Blick behalten? Ich kann Gauner jeglicher Art nicht ausstehen. Solange es sich nicht um Wirtschaftsspionage handelt. Klingt schlimm, aber ich kann helfen. Das ist die richtige Einstellung. Wir werden die Schurkin entlarven und ich heiße nicht Dagobert Duck. Das ist der Plan. Du gehst und bittest sie um einen Wels. Sie sind in den Gewässern des Dorfes sehr verbreitet. Dann werden wir sehen, was sie dafür haben will. Sie wird bestimmt versuchen, dich über den Tisch zu ziehen. Lass mich also wissen, was sie gesagt hat. Auf Wiedersehen und bis bald. Okay. Ja, Ursula. Da bist du. Achso, du bist bei mir in der Nähe. Jetzt kommt die schon wieder. Jetzt hake ich hier. Du bist jetzt nicht ernsthaft auf der Seite von Scar. Sag mal, willst du mich hier veräppeln, Ursula? Mein liebes, süßes Kindchen. Ich brauche deine Hilfe. Da bist du ja endlich. Hallo Fischlein, was kann ich für einen neugierigen Menschen wie dich tun? Ich möchte eine Abmachung aushandeln. Wie köstlich. Ich bin neugierig. Was für ein Geschäft schwebt dir denn so vor? Da ist dieser Wels, den ich gerne zum Angeben hätte. Mit einem Wels prallen? Nun, was immer du willst. Natürlich müssen wir über die Bezahlung sprechen. So etwas Seltenes bekommt man nicht umsonst, weißt du? Besorg mir einen der außergewöhnlichsten Blumen im Dorf, eine weißrote Hortensie. Wenn du das schaffst, werde ich dir einen Wels beschaffen. Abgemacht? Als ob ich eine Wahl hätte. Ja. Man hat immer eine Wahl, Schätzchen. Okay, ich brauche eine weiß-rote, waren es, glaube ich, Hortensie. Ich hasse es, wenn das so trist ist und umregnet ist. Auf der anderen Seite, ich muss dann nicht gießen. Das ist immer was Gutes. Wenn ich gerade schon mal hier bin, schmeiße ich auch mal ganz schnell die Steine, die ich jetzt eben auf der Suche... Oh Gott, ich habe nur noch einen Stein übrig. Auf der Suche... Also die Edelsteine, die ich auf der Suche nach den Steinen eben bekommen habe, raus. So, weiß-rote Hortensie. Haben wir hier Hortensien? Gänseblümchen. Moment, da hatten wir eine Hortensie. Rosa Hortensie. Aber wir haben nur zwei. Sollten die aber theoretisch hier drin sein? Ach, da steht's doch auch. Oh Gott. Ja. Habe ich mal wieder nicht dran gedacht, dass es dann natürlich markiert ist, wenn das zur Quest gehört. So. Ursula, wo bist du jetzt schon wieder? Oh, Mädel. Die Alte geht mir so auf den Sack hier. So. Da ist sie. Natürlich wieder da, wo ich nicht rankomme. War ja klar. Oh, du bist es. Hervorragend. So. Bitteschön. Mein Seestern, was bist du doch für ein gutes, kleines Fischlein. Nun, wie vereinbart, hier ist der extrem seltene Fisch, den du wolltest. Ich hoffe, es ist alles, wie du dir gewünscht hast. Warum bist du noch hier? Kusch, kusch. So, bringe Dagobert den Wels. Die Frage ist, wo ist Dagobert? Der ist wieder am Verkaufen, so wie es aussieht. Schauen wir mal. Gut, was soll er auch sonst machen den ganzen Tag, ne? Anna freut sich entweder über den Brunnen oder über die Gewürze, die hierbei rumstehen. Oh, und ich stelle gerade fest, ich habe bei Dagobert heute noch nicht eingekauft. Das sollte ich gleich auch mal offline Ich muss mit dir sprechen. So, einmal der Wels. Einen schönen Tag noch. Genial. Was war also ihr fairer Preis für diesen Wels? Sie hat mich gebeten, ihr eine der seltensten Blumen im Dorf zu bringen.
Wie ich es erwartet habe. Ihre Abmachungen sind Verbraucherfallen. Eine der seltensten Blumen im Dorf gegen einen gewöhnlichen Fisch, den man in jedem Gewässer des Dorfes fangen kann. Das ist unverschämt. Es ist an der Zeit, diese Gaunerin als solche zu entlarven. Ich werde ihr sagen, was ich von ihr halte. Das heißt, achso, wir müssen jetzt dahin gehen. Okay. Wir könnten noch mal kurz so auf die Schnelle gucken. Oh ja, doch, die muss ich auf jeden Fall mal eben mitnehmen. Damit ich das nicht doch am Ende noch vergesse. Das muss ich mitnehmen. So. Den Bottich. Ja, lass mich doch mal ein bisschen schneller klicken. Ich will ja auch mit der Quest weitermachen. So, soll ja jetzt hier kein Verkaufsvideo werden. Ich möchte hier nur... Das bin ich mir nicht sicher, ob ich das habe. Da ist diesmal nichts drin. Oh, was ist das? Ach, das Rapunzel. Oh, ich hätte jetzt so Richtung Vajana, ehrlich gesagt, gedacht. Den habe ich schon mal, aber den kaufe ich mir trotzdem nochmal, weil ich den so geil finde. Okay, jetzt können wir aber endlich weitermachen mit der Quest. Es tut mir leid. Ich glaube, das Kostüm hatte ich. Hatte ich das? Ich bin mir nicht sicher. Neoprenanzug. Okay, jetzt brauche ich aber wirklich nichts mehr. Jetzt schnell raus und ab zu Ursula. Ursula, wo bist du, du alte Mähexe, du? So. Nein, nicht wieder abhauen. Ursula, du verfluchtes. Wo ist die? Da hinten. Versteckt sie sich. Jetzt geh, Mann. Bleib doch nicht hängen. Nein! Ursula, du Mistvieh. Hier drüben, Liebes. Ah, genau das Versuchskaninchen, das ich brauche. Eigentlich keine große Sache. Ich bin... Warte mal. Nein, nein. Nein. Sind wir Hör zu, wie Dagobert... Was, wo ist denn Dagobert jetzt? Warum steht der jetzt da hinten? Hallo, Dagobert. Hallo, Blödmann. Ursula steht hier. Hallo? Ich dachte, ich sollte sie anquatschen, aber du musst sie anquatschen. Jetzt mach doch mal was. Hallo? Dagobert, du angelst doch sowieso jetzt gerade auf dem Gras. Was machst du denn? Hallo? So. Ja, lass uns mit ihr reden. Dann mach es doch. Die ist hier. Och nee, jetzt sag mir nicht, dass das verbuggt ist, Leute. Dagobert hat keine Lust, mit ihr zu reden. Warum ist er dann eben so aufgebracht gewesen? Der will lieber angeln. Das ist aber ein schlechter Geschäftsmann. Ganz ehrlich, wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Hä? Jetzt ist sie hier vorne. Ich war doch gerade noch hier drin. Hä? Jetzt ist sie wieder da. Mensch, Dagobert, jetzt komm endlich. Ich sehe mir so gern die Menschen. Oh, Seeherzchen, wir müssen reden. Ja, aber nicht ihr beide, sondern du und Dagobert. Ihr müsst reden. Hallo. Boah, Dagobert, könntest du jetzt endlich mal kommen? Ist das dein Ernst? Ich freue mich so viele... Ja, jetzt komm endlich. Willst du mich hier veräppeln, oder... Ist nicht... Ja, ich will hier nicht Sei aufheben. Gegrüßt, Nachbar. So, komm, lass uns abhängen. Hör auf mit deinem scheiß Angeln da hinten. Ich will, dass du jetzt mit Ursula redest. Stell sie jetzt endlich zur Rede. Sei nicht so feige, Dagobert. Los. Ich soll euch zuhören. Ich darf sie nicht anquatschen. Komm mit, sie ist jetzt hier. Ey, sag mal, Ursula, ganz ehrlich, kannst du mal für 2 Sekunden an einer Stelle stehen bleiben? Die haut immer wieder ab. Wie scheiße habt ihr das bitte programmiert? Disney. Ich meine, ich habe ja schon sehr viel Negatives von euch gehört, aber hallo, könnt ihr noch nicht mal ein Spiel programmieren, wo die Leute miteinander reden, die miteinander reden sollen? Ist toll, dass Ariel, die jetzt übrigens im Stein backt, Dagobert, jetzt mach. Hallo, Aufgaben. Geh mit Dagobert zu Ursula. Ich stehe direkt vor ihr, du Vollidiot. Oh, das ist nicht euer Ernst. Ich weiß nicht, ob wir die Quest überhaupt abschließen können. Das nervt mich hier gerade tierisch. Ich
Ich gehe jetzt mal an ihr vorbei. Jetzt guckt er ihr in die Augen. Wollte noch den Hut ziehen oder was? Er steht direkt neben mir. Er steht direkt neben ihr und redet nicht mit ihr. Was soll das? Du willst mich doch veräppeln hier. Ich kann nicht mit ihr reden. Die will mir mal eine Quest aufs Auge drücken. Leute. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt hier, ob ich das am anderen Tag nochmal probieren soll oder ob ich nochmal neu starten soll. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, jetzt starte ich erstmal das Spiel nochmal neu. Dass ich nochmal rausgehe und nochmal komplett neu mich einlogge und dann nochmal gucke, ob das jetzt funktioniert. Ansonsten müssen wir dann leider mit dieser Folge abbrechen. Also ich weiß nicht, was Disney sich dabei gedacht hat. Ich meine, klar, Fehler passieren immer mal wieder. Aber das ist, man kann ja die Quest noch nicht mehr machen. Das ist ja, Dagobert will einfach nicht. Ich weiß nicht, warum er so tut, als ob er sie jetzt da groß beim Schlawittchen packen will, wenn er gar keine Lust darauf hat. Also, ich werde mich mal kurz ausloggen und dann wieder einloggen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ach, jetzt steht er neben mir, oder was, hä? Wo ist er denn? Da. So. Dagobert, lass uns abhängen. Und dann mach bitte das, was ich dir sage. Weil sonst kriege ich hier die Krise. Es ist jetzt natürlich wieder der denkbar schlechteste Ort, wo wir das ausprobieren können. Nämlich genau da, wo es nicht funktioniert hat. Sie ist da hinten. Komm mit, Dagobert. Ihr Tiere, geht mir jetzt mal aus dem Weg, bitte. So. Na, endlich. Du, ich habe Beweise für deine faulen Geschäftspraktiken. Sie stinken. Was ist los, Dagilein? Hast du Angst vor etwas Konkurrenz? Niemals. Vertrau mir, ich werde einen Weg finden, deinen heimtückischen Machenschaften ein Ende zu setzen. Darauf kannst du dich verlassen. Nur wie, wenn du so beschäftigt bist mit der Suche nach diesem... Es glänzt, nicht wahr? Sieh genau hin. Es ist gerade angespült worden. Ich schätze, es kommt von irgendeinem großen Schatz. Meinst du nicht auch? Verflixt und zugenäht. Goldmünze. Eine einzelne Goldmünze. Wo es eine gibt, gibt es normalerweise noch mehr. Vergiss, weswegen ich hierher gekommen bin. Ich muss gehen. So vorhersehbar. Oh, jetzt kann ich die erstmal wieder... Moment, end. So. Gameplayerin, vergiss diese schreckliche Geschichte mit Ursula. Wir haben jetzt ein viel dringenderes Problem. Es gibt einen Schatz in diesem Dorf und wir können nicht zulassen, dass er von jemand anderen als uns gefunden wird. Ich werde nachforschen, was für eine Art Schatz es sein könnte und mich melden, sobald ich mehr weiß. Das ist... Achso, doch, er ist wieder frei. Ja, das ist jetzt natürlich blöd, weil eigentlich wollte ich das alles in einer Folge machen. Naja, da müssen wir hier trotzdem erstmal einen kleinen Cut machen, weil wir nämlich jetzt schon wieder auf die halbe Stunde zugehen und die Folge dann doch ziemlich lange wird. Da machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mit Dagobert weiter und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao!